Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Herzlich willkommen, wer immer du bist. Skyrim Legend Edition, Folge 750. Und wegen Bugs sind wir hier. Wir haben das Gespräch mit Delphine skippen müssen, wieso auch immer. Das hat nicht geklappt, keine Ahnung. Ich musste auch einiges löschen machen, dries und dran. Es war sehr, sehr traurig. Auf jeden Fall sollen wir die Talmorsche Botschaft infiltrieren, indem wir auf die Botschaftsfeier gehen von ihr und dort Unterlagen klauen, wenn wir da drin sind. Und da sollen wir uns mit einem Kontaktmann hier im Zwinkernden Skaver treffen, der allen Grund hat, wohl auf die Talmor sauer zu sein. Ja, und deswegen sind wir hier in Einsamkeit jetzt. Ja. Hallo? Boah, ich weiß, hier sind auch noch so extrem viele Leute mit den Quests von Interesting NPCs. Malborn, unsere gemeinsame Freundin schickt dich. Was sollte ich denn am besten mitnehmen? Ja, dann hier ist alles, was ich brauche. Hier, das sind Aurels Bogen, kriegt's auch. Die Handschuhe, Stiefel des Todes sowieso. Hier die paar Tränke könnt ihr auch noch mitnehmen. Mehr brauche ich nicht. Jade, Minette, Lisette, Bella, was machst du da? Ich habe diese Motten eigentlich nicht installiert. Gut. Jo. Nein. So, dann geht's ab in die Botschaft. Ich vermute, in die Botschaft. Und ich will dafür einen großen Applaus haben. Also ich kann damit auch mal den Bäume draußen wirken oder was auch immer das ist. Ja. Halt, stopp! So. In die Botschaft also heißt es. Das ist... Ach, ich soll mich bei den Stellen treffen. Okay. Ich weiß. Ich hoffe einfach mal nicht. It's a trap! Und dass es ganz ruhig wird, denn dann geht alles gut in dieser einen Lieblingsquest von mir. Ich glaube, das ist mit der Besprechung, wo man über diesen Krieg redet, also wo man die Kaiserlichen und die Sturmmäntel auf einem Tisch hat, im Hochhotka. Und ich überlege gerade andere Quests. Nee, das ist, glaube ich, schon meine Lieblingsquest, diplomatische Immunität. Und das ist ja hier der erste One, den ich auf Steam, also mit der Skyrim-Version von Steam mache.
Vorher habe ich das Spiel ja so gehabt ohne Steam. Konnte das ja kaufen, ne? So ganz klassisch. Und extrem viel gespielt und jetzt halt das erstmal mit Skyrim. Das heißt, man wird sogar das Achievement kriegen, Leute. Oh, Putti. Ja. Ja, mal bei einer Stadt, klar. Okay. Kriechen. Warum regnet das denn so? Okay. Oh, Scheiße. Na, wunderbar. Super, dass das Spiel abgestürzt ist. Geil. Einfach ein CTD. Da ist mein Freudenlevel wirklich. It's over 9000! Jetzt geht wieder los mit den Abstürzen. Das ist so schön. Aber besser als. Also, in dem. Ich habe ja gesagt, dass ich da wegen Bugs, ne? Da. Könnt ihr euch vorstellen, welche Bugs, ne? Also da war ich echt, da habe ich wirklich ein Halleluja gesungen. Halleluja. Als es dann so ein bisschen geklappt hat danach, weil ich ein bisschen gefixt getan und gemacht habe. Draußen regnet es wie ein verrückter Ort. Ich sollte vielleicht auch mal auf Fortran klicken, das wäre auch, glaube ich, ganz gut. Ich denke, da kann man gut was machen, ne? Genau. Ich hoffe, dass der Ladebildschirm irgendwann stoppt. Sonst muss ich halt sagen. Halt, stopp! Das wäre natürlich scheiße. So. Shinji Kagawa. Na toll. Jetzt kann ich das alles nochmal machen. Ich hätte ihnen meine ganze Rüstung geben sollen, ne? So, hallo, ja, ich. Ja, ich weiß. Yo. Okay. So, festliche Kleidung, Partyschuhe. Sehe ich nicht gut aus. Ich habe doch noch so ein Schreiben, ne? Einladung zur Elendwend-Empfang. Elendwend, erster Abgesandter des Altmeerebundes im Königreich von Himmelsrand, würde sich sehr freuen, Mr. Vanva, bei einem Empfang am 23. Sonnenaufgang 203 in der Residenz der Botschafterin begrüßen zu dürfen. Antwort nur bei Absage nötig. Formelle Kleidung erwünscht. Ach, es ist so schön, dieses Schreiben, wo der Name draufsteht. Bist du CJ? Ja. Ich bin bereit. Bewahrt den Rest für meinen. Ich muss alles ablegen. Also. Danke. Kann ja jetzt was werden, Leute. Das kann ja jetzt was werden. Die Talmorsche Botschaft. Jetzt. Ja, sorry. Schrecklich, ne? Sag mal, habe ich jetzt eigentlich irgendwas im Inventar? Bücher? Toll, gar nichts!
kann irgendwie nicht schleichen. Klar. Hier bitte. Jo, gut, dass der Donner genau in dem Moment kommt. Wie ist das eigentlich? Okay. Okay. Alter, ja, als ich das erste Mal gespielt habe, war ich so. War das verbuggt, ne? Da war diese Tür. War für zu. Da musste ich halt irgendwie anders rein. Was macht Jade? Oder allgemein, wo sind die. Ah, wer ist das denn? Was ist das denn? Okay, also, dass nur Jade hier ist, passt aber irgendwie, weil die sieht am passendsten aus. Naja, gehen wir in die Timeosche Botschaft. Ich liebe diesen Ort. Diese ganze Quest. Ah, die ist so geil. In der Aufmachung. Die freut mich wirklich. Das ist höchst, höchst erfreulich. Saufen. Eleven! Ich heiße Mr. Wanwall, es freut mich, eure Bekanntschaft zu machen. Wirklich nettes Fest. Ihr müsst wissen, ich bin zum ersten Mal hier. Wo bekommt man hier was zu trinken? Seid ihr Eleven? Ich habe so viel von euch gehört. Es freut mich, eure Bekanntschaft zu machen. Ich. Ja, klar, das mache ich. Ich muss hier speichern, ne, an der Stelle. Weil das die beste Quest ist. Okay. Ich möchte etwas trinken. Nein. Kolumbianischer Weinbrand oder Brandy. Schlägt's besser, ne? Ich kann keine Questgegenstände essen, ja gut. Tja. Du, was führt euch auf dieses Fest? Ja, tut mir leid. So ist das. Ja, ich habe ja euch was zu trinken gebracht. Danke, sollte ich etwas brauchen, werde ich euch zukommen. Ja, der Effekt ging aber schnell. Die sind ja alle. Maven Schwarzdorn, Jarl Sitgeier, Erikur, Proventos Aveniki? Nein. Jarl Igmund. Hey, ist ja echte Luxus vom Luxus, Leute. Jarl Igor Drabenkrä.
Alter, Leute, das ist der Wahnsinn. Ja. Ich kenne diese Bälle, ne? Diese. Also sind wirklich so. Es gibt diese Abende, wirklich. Da sitzt du dann so. Und der Luxus und der Adel unterhält sich mit dem Adel. Und es geht ums Geld und Geschäfte und. Ach, und ach. Ich mag solche Gespräche. Das ist ja der Wahnsinn. Ildi! Hallo. Ja, Igmund. Ach, hallo. Was sagt mal? Gefällt euch die? Ja. Na, kann man den Timer trauen? Ja, passt schon. Ich brauche eure Hilfe bei einer Sache. Ja, wir sind ja befreundet mit dem Jaigmund, ne? Ich brauche noch gar nichts. Maven! Da gehöre ich doch zu, Maven, wir kennen uns doch. Seid ihr wegen Gildenangelegenheiten hier? Okay, tut mir leid. Wusstest du nicht, dass ihr mit Timer Geschäft macht? Ich bin vermutlich die mächtigste Person in diesem Land, aber das macht vielleicht nichts. Ja, Igrot! Sag mal, du alte Krähe! Aber wie seht ihr euch? Ja, besucht ihr die Botschaft denn oft? Das sind ja scharfe Worte, direkt neben dem Talmor. Stimmt, das war ja der oberste Priester, das war es ja. Was führt euch auf dieses Fest? Ja, das ist es. Ja, und ich brauche eure Hilfe, ne? Okay, das will ich erst, wenn ich alle Gespräche gemacht habe. Breilas! Was zu trinken? Ha, danke. Krieg ich den. Kann es wirklich Frieden zwischen den Timer und dem Kaiserreich geben? Wieso seid ihr hier alle auf Krieg? Was sind eure Pflichten hier im Himmelsrand?
Das Ding ist halt, ich kann ihn halt, beziehungsweise den ganzen Timer nicht zu übel nehmen, weil die Nords sind halt Nazis. Rassisten. Und. Ottos. Ja, aber, hallo. Was führt euch denn auf dieses Fest? Ach, das ist ein hoher gesellschaftlicher Anlass. Aber ist das hier der Heilige Gral oder was? Naja, ihr seht nicht so aus, als wärt ihr glücklich darüber hier zu sein. Da muss ich mal aussehen. Das ist immer nett. So ist das. Naja, Politiker und Geschäftsmann-Partys sind ausufernd, sagen wir es mal so. Brauche eure Hilfe. Okay. Kaja Sigdaya. So ist das. Kennen Sie Element schon lange? Oh, so ist das. So ist das. Manche hassen die Timer. Wie steht es mit euch? So ist es, ökonomisches Prinzip, meine Freunde. So, ich mache mich jetzt übers Buffet her. Ich esse den Slaughterfisch. Passiert da was, wenn ich zu viel davon esse? Keine Ahnung. Ja, mit Maven haben wir geredet, mit Brelas, mit Ildi. Mit Elenven natürlich noch nicht. Jarl, der Ondolmenma. Ach, Jarl, Elisif. Was machen Sie denn hier? Scheiße, das ist ja wie der G8-Gipfel. Heilige. Ich halte es für seine Ehre, Sie hier zu sehen. Ja. Deswegen ja? Ja, gefällt Ihnen die Party? Ja, das ist so. Man darf sowas nicht ausreizen, dann wird es nicht mehr exklusiv, Leute. So ist das. Ich sag nur Lebensmittel-Spekulation. Ihr klingt ganz schön wie ein Geschäftsmann. Tja, was bringt sie hier hin? Ich weiß. So ist es. Das war, da kann ich nur mitlachen. Und
Dolmema. Wo ist denn Aventus Avedicki? Ah, Proventus meine ich, Aventus Avedicki. Das sehe ich. Ganz schön beeindruckende Versammlung, was? Ja, genießen Sie die Party, Proventus. Ja, ich weiß, es sind nur der Huskerl vom Jarl von Weißlau. Ich weiß, das ist die zweitwichtigste Rolle der Stadt. Es tut mir ja leid. So ist das. So, Jo. Ellenven! Ja. Wie ist der? Habt ihr keine Kosten gescheut? So ist es, Ellenven. Genau so ist es. Nun, was bedeutet eure Position als Talmor-Botschafterin? Ja, leider. Ich habe noch nie verstanden, wozu die Stadtrate eigentlich da sind. So ist es, meine Liebe. Machen Sie sich eure Partys öfters. Sagen Sie, das ist ja der Wahnsinn. Aber natürlich, Sie auch. Ach, das gefällt mir hier. The Expedition? Oh! Hä? Nun, Rassilan. Ja, es gibt da was, was ich, ihr müsst Aufsehen erregen und die Aufmerksamkeit eine Minute auf euch lenken. Tja, euch habe ich ja schließlich auch schon betrunken gemacht. Ich muss Angst haben. Oh oh. Ja, Lilith, also bitte. Ja, natürlich. So, ich hätte gerne mein Stuff.
Savani. Ah, schade. Okay. Okay. Toll. Hallo. Okay. Na dann. Das wird spannend. Geil, ich habe keinen Seelenstein dabei. Das Spiel ist abgeschützt. Super! Geil. Ich hoffe, das ist nicht reproduktiv. Ich glaube, ich habe aber direkt vor dem Durchgehen von dem Raum gespeichert. Ich liebe diese Quest, das ist so geil, dieses erst mit den Leuten reden, diesen gesamten Stab quasi an Macht und Geld und dann diese Ablenkung und dann was jetzt kommt. Ach, es ist so schön in dieser Quest. Ich finde die einfach geil. Muss ich jedes Mal wieder sagen. Okay. Es ist reproduktiv. Verdammt. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Jetzt weiß ich wirklich nicht, was ich, was der Fall ist. Scheiße. Das kann jetzt, das Ende bedeuten. Scheiße. Okay, ich muss noch was anderes probieren. Vielleicht liegt dann in der Ausrüstung. Sonst, wir sind ja ein bisschen was gekommen. Sonst muss ich einfach sagen, ja, dann muss ich die Folge beenden und in zwei Teilen. Ich meine, die ersten Teile der diplomatischen Immunität haben wir ja schließlich jetzt schon erreicht. Der zweite könnte kommen. Ich mach mal die Rüstung ab. Okay. Ne, sobald ich den Punkt schreite, stürzt das Spiel ab. Ich mache ein Folgenende. Hat mich gefreut, diese Folge 750 mit euch zu machen. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten. Bis dahin, macht's gut und ciao!